Dina, Mensch, jetzt treffen wir uns hier. Ich glaube, das letzte Mal war bei der Preisverleihung. Du hast ja schon alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Und trotzdem, wir kommen gerade von der Pressekonferenz, wie nennt sie das? Puig Women's America's Cup. Puig ist der Sponsor, das ist ja die spanische Familie, die auch sehr viel Geld investiert in den Segelsport. Es war so eine coole Atmosphäre. Erzähl doch mal, wie es für dich gerade war. Ja, für mich war es relativ emotional gerade oben, weil Giulia Conti das so schön gesagt hat. Das ist hier ein Startschuss für alle Frauen in dieser Welt, die extrem gut segeln können. Und wir wissen, dass alle Frauen, die hier teilnehmen, haben olympische Medaillen erreicht, sind Weltmeister. Und wir können alle verdammt gut segeln. Und jetzt ist es einfach an uns, dass wir vor allem Zeit bekommen auf dem Schiff, weil man wird im Segeln nur besser, wenn man Zeit auf dem Boot hat. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir genug Zeit auf dem Boot bekommen und trainieren können am Wasser, dann können wir auch die Jungs schlagen und dann können wir auch diesen Schritt in die Männerflotte machen und ihnen mal zeigen, wo der Hase langläuft. Man merkt das sofort. Wir wollten noch über Emotionen und Atmosphäre sprechen, aber du bist natürlich voll im Racing-Modus und das ist ja tatsächlich... Ja, fast schon ein bisschen schade, weil ich meine, du und hast nun auch neben hier unserer holländischen Weltmeisterin, Olympiasiegerin gesessen. Ihr beide seid es ja nun gewohnt, vorne zu segeln. Und man muss ja sagen, ich habe zwar irgendwann mal gesagt, okay, das ist nicht so fair bei den Jugendcup, ja, war es ja genauso wenig Zeit im Boot. Ja, ist ein bisschen schade, ne? Aber sagst du trotzdem? Ja. Also ich denke mir, klar, also ich hätte mir gewünscht, dass wir wenigstens eine Woche Training bekommen auf den Schiffen, weil einfach jeden Tag lernt man extrem viel. Also wir lernen sehr schnell, aber zwei Tage ist nicht genug, um auf diesem Boot wettbewerbsfähig, um den Kurs segeln zu können. Ich meine, wenn das ist wie, du fängst an, Fahrrad zu fahren und sagst dann, okay, du hast jetzt zwei Tage Zeit, auf dieses Fahrrad zu steigen und zu erlernen, wie man geradeaus mit dem Fahrrad fährt. Aber in drei Tagen fährst du mit dem Rad dann um den Kurs und musst auch noch gegen andere Fahrradfahrer antreten. Also ich glaube, das kann man damit vergleichen. Aber trotz allem, glaube ich, ist das hier eine Riesenchance für uns. Ich hoffe, dass die Segelmänner in dieser Welt hier jetzt auf uns aufmerksam werden und uns mit an Bord nehmen, weil wir können gut segeln. Wir haben das in unserer Vergangenheit bewiesen. Wir brauchen nur die Chance, auf dieses Boot zu steigen, Zeit zu bekommen, dort zu segeln. Und dann können wir auf alle Fälle auch gut performen. Und ich bin mir auch sicher, dass eine Kombi eigentlich aus Männern und Frauen im Segeln sicherlich, genauso wie sie im Unternehmen ist, die erfolgreichere Kombi ist. Weil ich glaube, dass Frauen Skills mitbringen, die vielleicht Männer nicht ganz so haben. Und Männer bringen Skills mit, die Frauen nicht so haben. Und ich glaube, es ist genau das, was dann im Endeffekt zum Erfolg führt. Und in Unternehmen wird dafür gepusht, dass wir Frauen in Führungspositionen bekommen. Unser Unternehmen, wo ich arbeite, ist da auf alle Fälle richtig gut mit dabei. Wir haben eine Frau an der Spitze. Und ja, das muss jetzt im Segelsport passieren. Wir sind da hinten dran. Was ist los? Aufwachen! Wir wollen mitfahren und wir wollen die Jungs schlagen. Das ist ja tatsächlich spannend, weil ich glaube, die letzten Storys mit dir waren natürlich klar, Abschied aus dem professionellen Segelsport und Arbeiten voll. Du bist, glaube ich, auch, arbeitest du in Innsbruck, nicht? Ich arbeite bei Sandu in Wörgl, einem riesen Antibiotika-Hersteller, und wir sind ja der letzte Antibiotika-Produzent in ganz Europa. Also wir haben ein sehr wichtiges Unternehmen mit einem wichtigen Auftrag in der Welt. Und die haben dir trotzdem freigegeben zum Segeln. Ich meine, du willst... Ja, aber okay, es hat nicht so viel Zeit investiert. Wir haben ja ein Jahr lang jetzt auf diesem Simulator trainiert. Der Simulator stand in Kiel. Und mein Unternehmen, die Sandu, ist Gott sei Dank so flexibel, dass sie mir freigegeben haben. Auch die Kollegen, dass sie mich vertreten, weil jemand muss den Job ja machen in der Zeit, wo man nicht da ist. Aber einmal Segler im Herzen, immer Segler. Und du kennst mich ja mein Leben lang im Endeffekt und hast mich ja begleitet. Und klar, also wenn diese Chance es gäbe, dass man im Segeln auch Geld verdienen kann als Frau, dann ist das auf alle Fälle etwas, wo man drüber nachdenken sollte. Und ich glaube, ich bin die Letzte, die das dann nicht tut. Aber solange diese Chance nicht da ist, und bis jetzt haben wir in dieser Kampagne nur drauf bezahlt, und wir segeln hier for free, wir bekommen kein Gehalt. Und ich bin 33 Jahre, ich möchte meinen Lebensunterhalt bestreiten und die Zeiten sind vorbei, wo ich nur Geld ausgebe fürs Segeln, sondern jetzt möchte ich damit Geld verdienen und das ist mein Ziel. Du hast ja ein gutes Beispiel. Ich meine, bei Erik ist es ja auch, Erik Heil, ähnlich gekommen. Ich meine, der hat ja nun auch sein Medizinstudium und hat das, glaube ich, auch abgeschlossen. Also ich denke, es gibt halt für Frauen im Segelsport extrem wenig Möglichkeiten, mit Segeln das Geld zu verdienen. Ich meine, ich habe eine olympische Silbermedaille.
Aber wie hätte ich danach Geld verdienen können? Es gab zu dem Zeitpunkt keinen America's Cup, wo man professionell hätte einsteigen können. In den anderen Big Boat Classes ist es auch verdammt schwierig, da als Frau reinzukommen und mitgenommen zu werden. Und vor allem, ich bin nicht jemand, der da einfach nur mitsegelt. Also wenn, dann will ich da ein Steuer. Das war nicht. Und von dem her war für mich halt dann nach den Olympischen Spielen mit dem Segelsport erstmal vorbei, weil ich muss mein Geld verdienen. Und dadurch bin ich in die Unternehmenswelt halt eingestiegen. Spannendes Thema eigentlich, weil ich wollte da noch gar nicht drauf kommen, aber ich im Vorfeld hat tatsächlich eine von den Metro-Schwestern bei den Schweizer, im Alinghi-Team, es gab so einen kleinen Shitstorm, weil sie sagte, ich möchte eigentlich bei Alinghi dabei sein, aber ich werde nicht bezahlt wie die Männer. Ich fand, klar, das ist, Thema sprichst du gerade an, ist natürlich auch ein bisschen ungerecht, weil die Männer haben halt eine AC75-Kampagne und das ist halt noch anders so halt. Ne? Aber dieses Thema, ich meine, wenn ihr eingebaut seid, wenn ihr schnell genug seid, dann ist es eben gar kein Thema. Man sieht es ja beim Segeln hier, die AC75, da gibt es kein, klar, du willst jetzt nicht Radfahrer werden wahrscheinlich, aber... Also ich denke, es gibt keinen Grund im Segelsport momentan, vor allem auf den AC75 oder auf den AC40, warum Frauen nicht gleichberechtigt die Positionen an Bord bekommen. Denn man drückt nur Knöpfe, es ist nicht about, es ist nicht über, also es ist nicht die physische Komponente, die da ins Spiel kommt. Und ich kann sie absolut verstehen, dass sie das gesagt hat, weil sie hat eine Familie, sie hat ein Kind. Sie kann nicht da teilnehmen und kein Geld dafür bekommen, während die anderen, die teilnehmen, Geld bekommen. In welcher Welt leben wir? Also wenn wir wollen gleichberechtigt sein als Frauen, wir sind genauso gut wie die Männer im Segelsport. Ich meine nur, das ist ja jetzt der AC40 Circuit, das ist noch nicht auf der Ebene, insofern ist das diese andere, ich glaube nicht, dass das jetzt böse war von Bertarelli, es ist einfach nochmal eine andere, nicht im Fokus, aber da muss es natürlich irgendwie hin und das Thema ist natürlich definitiv tief berechtigt. Sagt doch jetzt nochmal kurz vor dem Start, ich glaube, ihr seid übermorgen dran, ne? Wenn es normal alles hingeht, was mehr, Wind sieht nicht besonders toll aus. Wie seid ihr im Moment überhaupt aufgestellt? Also ich weiß, du steuerst, wie habt ihr euer Team jetzt aufgestellt? Wir haben sehr erfolgreiche und talentierte Seglerinnen an Bord. Wir haben drei Steuerfrauen. Das ist Maru, unser 49er-Nachwuchstalent, die ja gerade schon bei den Youth am Steuer saß. Es ist Viktoria Jurzok, gegen die ich mein ganzes Leben lang gesegelt bin. Meine härteste Konkurrenz. Höchstem Niveau. Genau, ich habe gegen sie die Olympia-Quali für Rio de Janeiro verloren. Sie hat gegen mich die Olympia-Quali für Tokio verloren. Ihr seid immer noch Freunde. Ja, und vor allem haben wir jetzt auch die Chance, endlich mal zusammen auch zu segeln. Und bei den Trimmern sind wir genauso gut aufgestellt. Caro Werner war bei den Olympischen Spielen in Rio eine sehr erfolgreiche und talentierte Seglerin. Und Jill ist genauso ein Nachwuchstalent aus dem 49er, die jetzt eine Olympiakampagne gerade gefahren hat. Und Luise Wanser ist unsere 470er-Weltmeisterin. Also wir haben diese Talente an Bord. Wir werden während der Regatta auch durchtauschen. Wir werden alle segeln, weil es, glaube ich, einfach für uns wichtig ist, dass alle die Chance bekommen, auf diesem Boot zu segeln und die Segelstunden zu sammeln. Und das ist am Ende unser Ziel. Und am Talent, am Boot, scheitert es bei uns nicht. Es scheitert wenn dann nur daran, dass wir nicht genug Zeit hatten, mit diesem Boot zu trainieren. Und wer steuert Sonntag? Am Sonntag steuert Maru und ich und wir werden aber wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Tages tauschen. Also ich werde dann rausgehen, Vicky wird reinkommen und am nächsten Segeltag wird dann Vicky starten und vielleicht tauschen wir dann nochmal zurück. Maru wird an Bord bleiben, weil sie ist die Einzige, die wenigstens schon eine Regatta gesegelt ist. Also wir brauchen sie an Bord, um dieses Boot, um den Kurs zu segeln. Das daher ja im daher ein diese Move, ne? Genau, daher diese Kombinationen. Okay. Das war jetzt eigentlich die Vorschau zum Sonntag. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir rechtzeitig dann wirklich im Endeffekt nachher ankommen. Aber du hattest auch schon bei der Pressekonferenz erzählt, Training war noch ein bisschen mühsam. Ne? Also, habt ihr so Bedingungen gehabt, dass ihr nicht auf die Foils kam? Wir hatten eigentlich 4 Trainingstage hätten wir hier gehabt. Am ersten Tag war zu wenig Wind zu segeln, da sind wir nicht gesegelt. Am zweiten Tag war zu viel Wind zu segeln, da wurden wir wieder in den Hafen geschickt. Und dann hatten wir Gott sei Dank 2 Trainingstage. Aber diese 2 Trainingstage waren auf 3 Stunden reguliert. Also wir haben erst 6 Stunden auf diesem Boot gesegelt, bevor wir jetzt in eine Regatta starten. Man kommt aus diesem olympischen Segelsport, wo man Perfektionist ist. Man gibt alles in seinem Sport. Man trainiert. Ja. Und du musst dann nur noch abliefern. Und hier, die Regatta ist so anders. Jetzt kommt es darauf an, halt, dass wir vor allem schnell lernen, weil wir hatten die Zeit nicht am Boot. Also müssen wir einfach jede Wettfahrt, das, was wir gelernt haben, sofort umsetzen. Und das wird bei uns unsere Challenge sein und das werden wir versuchen umzusetzen. Man merkt schon, dir reicht es nicht, Teil dieser Historie zu sein, was jemand
fand ich eben bei der Pressekonferenz wirklich schön, sagte, und alle sind eigentlich dabei, aber natürlich seid ihr auf ein Niveau gesegelt, wo man eigentlich gewinnen möchte. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück und nur das Beste, und im Endeffekt muss man ja da gucken. Vielleicht passt da ja was, geht ja was zusammen. Vielen Dank.